Willkommen zu Mario Kart Arcade GP 2. Ich hatte ja den ersten Teil schon mal let's played und fand es eigentlich ganz spaßig. Und da würde ich auch den zweiten Teil jetzt machen. So, habe ich eine Mario Kart? Nein. Übrigens, lustiger Wortwitz, Mario Kart. Ich mach mal eine. So, jetzt bin ich hier und jetzt muss ich erstmal speichern. So, im Optimalfall hat es jetzt keiner gemerkt. Ich habe gerade die Emulator-Version gewechselt. Ente. Weil das sonst ziemlich verbuggt ist. Live-Announcement mache ich mal aus. Das sind die Items, die ich habe. Okay. Hier sind so ein paar Statistiken. Ich würde sagen, ich mache immer den Cup mit dem, der da vorgeschlagen ist. Fange ich mit Yoshi an. Ja, wobei, ich weiß es jetzt nicht. Ja, perfekt. Zack. Jetzt müsste ich theoretisch mit Yoshi anfangen, aber ich nehme Waluigi, der hat's verdient. So, und ich fange natürlich an mit dem Yoshi Cup. Zack. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie die Items ändern kann, aber ich glaube nicht. Ach, hier gibt es den. Die Bananen-Bazooka zu gewinnen. Interessant. Geht's los? Mal schauen. Oh, ich habe einen Zuckerstadt bekommen. Ah, weil ich ziemlich fett. Ich hatte schon mal aufgenommen. Dann habe ich aber das Speichern verkackt. Das ist doch schon ein ziemlicher Fail. Und zwar wollte ich eigentlich ein Save State machen. Aber ich habe statt Shift und F1 habe ich Shift und 1 gedrückt und dadurch habe ich nie gespeichert. Und dann, als ich den Speicherstand laden wollte, war ich wieder am Anfang. Das war ziemlich belastend. Aber das soll mich jetzt nicht aufhalten. Zack. Und zack. Ich finde das Spiel eigentlich ganz cool. Ich hatte das vor, ja, vielleicht, ja, das könnte vor 2 Jahren gewesen sein oder 3. Da hatte ich das schon mal ausprobiert, als ich auch das erste ausprobiert hatte. Da hatte ich nur diese erste Strecke mal gespielt. Weil es halt verhältnismäßig kompliziert ist, das Ganze einzurichten. Man brauchte extra eine, die Triforce-Version von dem Dolphin-Emulator, der halt schon. Und das wurde seit Ewigkeiten nicht mehr upgedatet. Es ist von 2014, würde ich jetzt sagen. Aber das soll mich nicht daran hindern. Es kam ja in der Zwischenzeit jetzt auch noch 2 andere Spiele raus, und zwar DX, also Deluxe, Mario Kart Arcade GP Deluxe. Oder DX halt, keine Ahnung. Und halt die VR-Version. Die DX-Version hatte ich auch schon gespielt. Gibt's auch eine Möglichkeit. Da könnte vielleicht auch ein Let's Play kommen, ich weiß es jetzt noch nicht. Weil ich halt mal mitbekommen hatte, dass die Videos striken. Deswegen, lasse ich das erstmal lieber. Und die VR-Version, da gibt es jetzt noch keine Möglichkeit, das außerhalb einer Arcade-Halle zu spielen. Zack. So, hier gibt es jetzt auch Mario Coins. Das gab es in Teil 1 noch nicht. Also schon, aber halt nicht in diesem, mit dieser Feature-Breite. Zack, 40 Coins. Und ich bekomme einen Mario Original Card. Ein kleines Problem, was ich aber habe, ist, dass ich keine Ahnung habe,
wie man das Kart wechselt. Gut. So schon mal nicht. Ich werde auch ziemlich mit Safe-Sets arbeiten hier in diesem Spiel. Wobei ich da auch aufpassen muss, weil das schon zu Bugs führen kann. Hatte ich gerade überhaupt diese Bazooka bekommen? Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Also zumindest... Oder? Ach, keine Ahnung. Ist auch wieder wie in Teil 1, dass man... Gut, diesmal kein Doppelschnitt. Ist auch wieder wie in Teil 1. In Teil 1 war das ja so, dass man immer die gleiche Strecke gefahren ist. Das halt in verschiedenen Variationen. Das ist hier halt wieder so. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt direkt dieselbe Strecke ist, wie das halt bei Teil 1 war. Dass man da ja immer andere Wege gefahren ist. Aber das werde ich schon noch rausfinden, denke ich mal. Ich frage mich auch, ob es hier Retro-Strecken gibt. Vom letzten Teil. Ich dachte nämlich mal, was gesehen zu haben. Was sowas in die Richtung vermuten lässt. Aber es ist schon ganz interessant, warum auch immer ich dieses Item jetzt eingesetzt habe. Wo keine Münzen eingesammelt, belastet. Ach, der verliert man auch Münzen wie in Super Mario Kart, wenn man irgendwo dagegen fährt. Ich weiß jetzt nicht mal, was bei Super Circuit auch so war. Möglich. Zack. Was bist du denn eigentlich, Luigi? Ich bin der bessere Luigi. Oh, Pac-Man. Den hatte ich im Teil 1 gespielt. Ich weiß nicht, ob ich da nicht... Ach, ich habe schon wieder die Münzen verpasst. Ob ich da nur nicht wusste, wie man Charaktere wechselt oder ob es nicht ging. Oder ob es halt geht, bloß halt jetzt. Dass es auf dem Emulator zu verbuggt ist. Dass es halt nicht geht. Ich wüsste gerne den Unterschied zwischen den normalen Coins... Und den Mario Coins. Ah, vielleicht die Mario Coins zählen dann so beim Ende dazu oder so. Das kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht auch nicht. Zack. Yay, erster. So, kriege ich jetzt mein Item da unten? Sieht richtig verpackt aus. Also verpixelt. Ja doch. Lock-on Shortcut, we become like a gummy. Coole Sache. Ja, mache ich einfach mal. Ich weiß nicht mal, ob in Europa überhaupt solche Automaten rumstehen. Also ich habe ja eigentlich insgesamt noch nicht wirklich viele Arcade-Automaten in Europa gesehen, aber... Aber naja, ist halt eigentlich ein bisschen schade. Aber ich glaube, hier juckt es einfach keinen. Kann ich mir gut vorstellen. So, okay, Runde 3. Ich weiß halt nicht, wie ich die Items wechseln kann. Ist das zufällig, oder? Weil ich hatte mal in meinem ersten Let's Play einen Kommentar bekommen. Der hatte das geschrieben, dass es möglich sein soll, zumindest im ersten Teil. Aber bei mir ging es halt nicht. Upp. Twig Course. So, das ist jetzt auch mehr oder weniger wieder blind, weil... Ich hatte die ersten zwei Rennen beim letzten Mal aufgenommen und dann hat sich dieser Fail ereignet. Wo ich aber auch ziemlich froh drüber bin, sonst hätte ich es erst am Ende gemerkt.
besser aus, wenn ich dann alles löschen muss. Zack. Zack. Das Spiel könnte, war glaube ich 2006 oder so rausgekommen. Es könnte hinkommen vom Zeitraum her. Ach, es ist wieder Blooper. Ach, schade. Zack. Warte mal, ist das jetzt? Ist es jetzt wieder die erste Strecke? Die kommt mir so bekannt vor. Ach, wahrscheinlich ist das zwar die gleiche, der gleiche Ablauf, aber die. Aber die Gestaltung ist anders. Was halt so mit Baby Mario und so weiter ist. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sorry, Blinky, aber. Ich habe auch ein Item. Mich zu überholen bringt ja nicht viel. Außer du machst es kurz vom Ziel, dann könnte das schon schlimmer für mich ausgehen. Ach, hier ist schon das Tier. Gut. Auch ein lustiger Trick. Weil bei den normalen Mario Kart Spielen müssen ja die Runden immer im Kreis gehen. Deswegen heißt es ja rund. Nein, aber. Hier wird man halt wieder an den Anfang teleportiert. T-Break Rookie. Okay. Der T-Bruch-Anfänger. Das ist auf jeden Fall eine Bezeichnung, die zu mir passt. Perfekt, nice. Break ist im Sinne von Pause gemeint, Junge. Au, uff. Uff. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Oh, ein Stern. Das ist nur noch praktisch, wenn ich das Item mal auswählen könnte. Ach, jetzt siehst du gerade, das Challenge Game gibt es auch wieder. Jetzt kann ich auswählen. Wie wähle ich das aus? So, okay. Hm, was feiere ich noch? Der Stab war eigentlich geil. Ich nehme noch das. Und die Bananensuka. Ah, aber beim ersten Teil war es ernsthaft nicht so. Ich weiß aber nicht warum. Vielleicht war irgendwas Schrott, vielleicht auch nicht. Da gibt es den Mario-Magnet. Das ist cool, nicht cool, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der macht. Zucke, 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 zucke. Das braucht immer so lange, um zu starten, ich weiß nicht. Ist das hier wie bei Double Dash? Ja, es ist wie bei Double Dash, glaube ich. Der Turbo-Start. Ich muss zugeben, dass ich den Double Dash Turbo Start gar nicht mal so gut kann. Ich habe wenigstens einen gehittet, aber der war hinter mir. Belastend, Junge. Ich muss dazu sagen, dass es nicht mein Handy ist und ich hier auch nicht unterbrechen kann. Oh Mann. Da kann ich unterbrechen. Ich weiß nicht, wie ich hier Pause drücke. Na gut, der Blitzstab ist gar nicht mal so gut. Vielleicht komme ich irgendwie an die Audiodatei ran. von dem Handy-Klingelton, dass ich es rausfiltern kann. Das wäre auf jeden Fall ein lustiges Experiment.
Es geht ja mit Invertieren, kann man so einiges machen. Vielleicht hat man es auch gar nicht gehört, das wäre natürlich optimal. Aber ich habe, glaube ich, keine Audiofilter, also kein... Wie nennt man das? Ich nenne es jetzt mal Hemmschwelle. Aber so nennt sich das nicht. Da gibt es tatsächlich einen Audioeffekt, aber mir fällt der Name nicht ein. Was ist das denn jetzt? Ach, jetzt habe ich hier... Was war das jetzt? Hexaeder? Heptaeder? Oktaeder-Reifen? Keine Ahnung. Ultimative Invincibility. Zuerst den Stern und dann noch extra diesen... Diesen Stab dazu. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Optimal. Der Stab hat es doch richtig gebracht. Das hätte mich fast einen Sieg gekostet. Dass die mich überholt haben, aber der Stab hat es gerettet. Bester Stab, Junge. Yoshi Park 2. Magnet. Collect Coins. Ah. Yoshi Cup completed. Mhm. You've cleared Yoshi Cup. The GP committed formally invites to the... Ach, Komitee. Ich hab committed gewesen. Komitee invites formally to a challenge. Collect Coins. Get one Mario Coin for 5 Coins. Ach so, eine Mario Coin ist 5 Coins wert. Interesting. Diese Challenges habe ich schon bei Mario Kart DS richtig nice gefunden. Schade, dass die nicht mehr in den neueren Mario Kart-Teilen dabei sind eigentlich. Oh, jetzt trifft dich gar nicht so weg, fällt mir gerade auf. Da komme ich nur so vor. Ich weiß nicht, ob es schlimm ist, dass ich was verpasst habe. Hoffentlich nicht. Zack, zack, zack. Uff, uff, uff. Ich krieg anscheinend bei jeder Münze einen Boost, habe ich das Gefühl. Ach, ich habe... Wie viel Zeit? Ich habe 999 Sekunden Zeit. Ah. Ich muss alle sammeln, oder? Okay. Aber dadurch, weil ich unendlich Zeit habe, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich hatte eine Hack installiert oder aktiviert, dass ich unendlich viel Zeit habe. Kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Junge. Ich hatte irgend so ein Patch. Eingefügt in meine so eine Textdatei. Lass mich, ich dreh jetzt um. Ja. Zack. Ach dort. Nice. Oh, jetzt geht's wieder 5. Ja, 99 Sekunden. So. Ach so, ich verstehe. Challenge war es nicht, alle Münzen einzusammeln, glaube ich. Sondern so viele wie möglich. Damit ich dafür dann Mario Coins bekomme. Gut, das kann sein. So, was ist das jetzt? 55. Da hätte ich eigentlich schon mal was verdient, oder? Peach Original Card. Gut. Von mir aus. Ich werde mal weitergehen. Jetzt kann ich das Card wechseln. Beziehungsweise den Fahrer. Ich beende jetzt mal den Part, also dann bis zum nächsten Part. Ich habe immer nicht viel Zeit, sieht man ja. Und dann bei. Mario!